Inspirationen kommen ja schon als Kind von verschiedenen Zeichentrickserien, die ich geguckt habe, oder Comics, die ich gelesen habe, oder was von Mitmenschen. Man lässt sich halt von ziemlich viel beeinflussen und inspirieren. Und später durchs Internet ist natürlich alles offener und kann mich jetzt von anderen Illustratoren und was die so machen auch inspirieren lassen. Oder Fotografie, oder wenn ich Ausstellungen besuche, das inspiriert und beeinflusst einen ja stark. Und so entsteht halt auch mein Illustrationsstil. Also, dass sich die Inhalte von meiner Illustration eher kindlich dargestellt sind, das war am Anfang eher so eine Spaßsache, weil ich das spannend fand einfach ernste Themen oder auch brutale Sachen kindlich darzustellen. Weil es einfach dann das verstärkt, irgendwie, was es darstellt. Und weil ich das auch irgendwie langweilig fand, alles einfach realistisch, da Blut oder da Mord, das fand ich einfach zu langweilig. Ich wollte es auch anders darstellen. Vielleicht schockt es auch mehr, wenn Erwachsene hingehen, ach, das ist ja nur eine Kinderillustration. Aber wenn sie hingehen und das sehen, dass der Inhalt eigentlich dann voll ernst ist und eigentlich für Erwachsene ist, glaube ich, dann schockt es umso mehr. Wenn ich Sachen gesehen habe als Kind, das hat mich so geflasht. Ich wollte es auch zeichnen können. Und dann war halt, mein Plan war halt als Kind schon, und es ist bis heute immer besser zu werden und habe halt versucht, das nachzumachen. Was auch cool war später, wenn ich so rückblickend dann die Sachen gesehen habe, habe ich festgestellt, wow, das kannst du ja eh schon. Und dann hatte ich wieder neue Ziele. Also ich finde, das Spannende in der Illustration ist ja, dass ich Sachen erschaffe, die ich mir in meinem Kopf überlege, Welten erschaffe und einfach Dinge erschaffen kann, die nicht da sind.